Das Benediktinerkloster Admont wurde 1074 gegründet. Alte Geschichte, aber junger, christlicher, zeitgemäßer Geist wohnt hinter den Mauern. Die Admonter Stiftsbibliothek ist eines der großen Gesamtkunstwerke des europäischen Spätbarocks. In ihr sind verschiedene Kunstgattungen zu einer Einheit verschmolzen. Sie stellt einen über Jahrhunderte hinweg reichenden Wissensspeicher dar. Unser ATV-Historiker Dr. Wilhelm Deuer hat die Stiftsbibliothek für Sie genauer unter die Lupe genommen. Eine Bibliothek spielt im Leben eines Klosters eine ganz bedeutende Rolle. Denn das Buch ist die Waffe des Mönchs. Und so können wir sagen, dass dieser Raum in Admont einer der wichtigsten Räume des ganzen Klosters ist, in doppelter Hinsicht. Denn diese prachtvolle Architektur hat den fürchterlichen Klosterbrand von 1865 überlebt. Als achtes Weltwunder bezeichnet ist die Klosterbibliothek von Admont heute der größte Klostersaal der Welt. Ein einzigartiges Denkmal durch die Architektur Josef Hurbers, auch ungemein lichtvoll. Viele Fenster auf der Seite, eine prachtvolle weiß-goldene Bemalung der Bücherschränke schafft eine wohltuende Atmosphäre und über uns schweben sieben Kuppeln, die in einem allegorischen Programm auf die darunter untergebrachten Bücher Bezug nehmen. Der Mittelabschnitt der Bibliothek markiert den Höhepunkt der menschlichen Erkenntnis, die göttliche Offenbarung, die sich dem suchenden Menschen letztlich darbietet. Und hier hat Josef Thaddäus Stammel noch eines seiner Hauptwerke geschaffen, die vier letzten Dinge. Vier prachtvolle, großformatige Statuen in Bronzefassung und sie betreffen die letzten Dinge des Menschen, das, was uns bevorsteht. Es ist Tod, Gericht, Himmel und Hölle. Und mit diesen Statuen zeigt Josef Thaddäus Stammel noch einmal, was er für ein Repertoire hat. An Originalität, der Erfindung und an technischer Fertigkeit. Aus diesem großartigen Programm der Deckenbilder, die mit der Darstellung von Figuren bestimmte Künste, Disziplinen, wissenschaftliche Aspekte zum Ausdruck bringen.